Ein T-Shirt, blau wie so ein Geier, wa? Ja, hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, Feins Grillt Barbecue. Heute machen wir einen Obelix-Topf zur Feier des Tages. Und warum und wieso, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, vielleicht hat er sich ja schon rumgesprochen, am 18.05. startet überall in den Kinos der neue Asterix und Obelix-Film. Und zwar Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Ich freue mich riesig, weil Asterix und Obelix einer der ersten Filme war, also ein Westfilm, den ich im Ostkino gesehen habe, wie der DDR-Kind, den ich da gesehen habe und habe mich absolut weggeflasht. Und jetzt freut mich besonders, dass ich eingeladen bin, ein offizielles Rezept zum neuen Asterix und Obelix-Film zu machen. Also, ich wollte erst einen Zaubertrank machen, da dachte ich, gut, da bin ich als Kind schon selber reingefallen, machen wir nicht. Und wir machen richtig einen Obelix-Topf. Falls euch der Film interessiert, also 18.05. ins Kino und jetzt kommen gleich noch ein paar Trailer, sodass ihr ein bisschen seht, was da schon passiert. Ja, durfte ich einblenden, sehr cool. Vielen Dank übrigens an die Produktionsfirma. Und wir wollen aber was grillen bzw. kochen, bzw. schmoren. Und dazu haben wir hier Haxen. Erstmal 6 Haxen. Und das ist heute alle im 6er Rhythmus. Könnt ihr euch leichter merken. Wir haben 6 Haxen. Wir haben 6 kleine Schnitte Spitzpaprikas. Wir haben 6 Zwiebeln. Wir haben 6 Knackwürste. Und wir haben 66 kleine Tomaten. Hier vorne haben wir noch 60 Gramm Salz. Und einen Topf mit 6 Liter Wasser. Das war jetzt gelogen, da ist bestimmt 15 Liter Wasser drin. Aber das Prinzip ist ungefähr klar. Zum Grillen benutzen wir dann hier Sauereirap, hat auch 6 Buchstaben. Das stimmt nicht. Aber was wir immer haben, ist ein scharfes Messer und ein Brett. Jetzt zeige ich mir schon einen Topf mit Wasser. Also mit dem Löffel dazu hier. Zum Kochen gebracht. Aber jetzt mal eine ordentliche Portion Salz drin. Lassen sich das anlösen. Und die Haxen, die können wirklich gut Salz gebrauchen. Da müsst ihr keine Angst vor haben. Und dann wirklich Sauereirap, ruhig eine halbe Packung drauf. Alles schön umrühren, dass sie jetzt schön immer quillt. Oh, lieb ich. Und dann machen wir ja keine Gefangenen, sondern setzen hier unsere Haxen schön ein. Und wenn uns jetzt gleich noch Wasser fehlen sollte, dann ist das kein Problem. Dann kippen wir einfach noch Wasser an. Aber ihr seht schon, so ein großer gallischer Kessel. Da passt was drin. Aber natürlich auch nicht unbegrenzt, wa? Und dann kommt noch unsere Gemüse dazu. Das ist wichtig, auch Zwiebeln dabei. So, dann haben wir drin, was wir brauchen. Und das wird sehr, sehr lecker. Und das lassen wir jetzt für echt 3 Stunden hier total in Ruhe. So von der Tiefe her, ja? Ja, Tiefe ist noch, stellst du noch ein bisschen. Kannst du hier hochziehen, dann legst du Feuer nach, legst du was dazu. Also du kannst jetzt nicht 3 Stunden losrennen, sondern musst schon ein bisschen das Feuer bewachen. Gucken, dass da Temperatur drin ist, dass es blubbert. Dann kannst du ein Stück hochziehen. Da muss man so ein bisschen spielen, ne? Jetzt haben wir noch einen kleinen Deckel drauf. Dass wir nicht so viel Flüssigkeitsverlust haben und dass es ein bisschen effektiver dämpft da drin. So, nehmen wir einen Deckel runter hier, kick mal rein. Und ich muss euch sagen, also wenn Miraculix da nicht stolz auf mich gewesen wäre, also sehr schön, blubbert alles schön vor sich hin. Und, ich würde sagen, bevor ich euch jetzt auf die Folterspanne, kommt jetzt der Trailer. Ihr wollt nicht mich sehen, sondern Asterix und Obelix. Und wir haben übrigens da einen geilen Stargast dabei. Zlatan Ibrahimovic spielt mit. Geil, oder? Also jetzt, Film ab. Ich komme gerade aus China. Ich brauche eure Hilfe. Warum kommen immer alle, die Hilfe brauchen, zu uns? Hallihallo! Egal, ja! Wir essen zu viel Fleisch. Was willst du denn sonst essen? Gemüse. Hast du gehört, ihr Fix? Gemüse. Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Im Kino. Meine Dani hat mir gerade gesagt, die hat hier 25 Überstunden in dem Laden. Aber ich sage, bleibst in Zukunft länger und arbeitest jede Woche eine Stunde länger, bis zum Jahresende hast du dir einen Hof weg, ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, hast du. Da kommen ja noch mehr dazu. Leute. Diese Arbeitnehmer-Sichtweise den ganzen Tag. Egal, hier sind, waren 6 Würste, aber ich bin da wie Obelix. Ich kann dann sowas nicht vorbei. Und nach 2 Stunden, was das jetzt vor sich hin köchelt, hier haben wir jetzt noch schön unsere Würste drauf. Die haben nochmal ein schönes Raucharoma damit drin. Und wäre nachher auch nochmal super lecker. Man sieht, wie das sich schon allzu schön verbunden hat, wie das aus dem Wasser jetzt schon so eine richtig kräftige, starke Brühe geworden ist. Machen wir den Deckel wieder rauf und lassen nochmal eine Stunde richtig jetzt vor sich hin simmern. Oh, ich freue mich. Und fertig. Und das heißt, wir befreien den mal von der fürchterlichen Hitze. Ja. Ein bisschen Schmackes in der Arme. Da ist natürlich ordentlich Gewicht drauf. Aber so, jetzt haben wir eine ordentliche Höhe, wo wir menschenwürdig reingucken können. Geil, oder? Das riecht sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir werden uns dann rausnehmen und kosten. In einem großen Obelix-Keller hier so ein Haxe, legen wir die auf den Teller. Oh, guck mal, wie schön die zerfällt. Mega. Das ist ja genau eine richtige Portion. Und falls man nicht satt wird. Hat man hier noch ein kleines Würstchen. Und vor allem eine super geile Brühe.
Auch wenn ihr jetzt sagt, macht die auf keinen Fall weg. Damit den Resten von so einer Brühe macht ihr den besten Erbseneintopf der Welt. Nur so als Tipp. So, zieh mal hier drüben. Geh mal hier ans Fleisch ran. Obelix wäre stolz auf dich. Absolut. Hier, guck mal hier. Schöne, zarte Haxenfleisch hier runter. Mm. Und was ich ganz gerne mache, ist mal einen kleinen Klecks Senf mit dazu. Ich weiß nicht, ob man den Geilen so macht, aber hier den aus Brandenburg, da macht man das so. Also auf euch, Rillen die hohle Birne. Und hier die Haut. Viele Leute, die mögen das nicht. Ich, ja. Mein Schlankheitserhemmnis, Eisbeinpelle. Und hier noch schön die Wurst. Ich meine, die sieht auch super aus, oder? Wenn man sich die hier so ankickt. Schön saftig glänzend. Also, wie gesagt, das ist geil, ja. Richtig, ich rinne in die hohle Birne. Auch hier. Und? Ich brauche noch einen Löffel für die Brühe. Das ist ja alles anderes, bloß Wurstwasser, so was hier. Das ist das richtig geile. Boah, so ein Bums. Und diese Paprika, die Tomaten sind schön ausgekocht. Schön die Zwiebeln haben den Geschmack, aber die Gewürze da drin. Boah, super gut. Ich werde jetzt hier einfach weiter naschen. Und was ihr in der Zwischenzeit machen könnt, ist nachgrillen. Und 18.05. eintragen, da ist der Kinostart von Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Mega guter Film, da reingehen, das nachgrillen. Und dann ist die Galerie-Saison an der Stelle gerettet. Mir war eine große Freude, dass ihr dabei wart. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. So. Warum reden, wenn man laufen kann? So ein Armleuchter. Ist ordentlich was drin. Ja. Hast du davon getrunken? Ich hab nur ein bisschen abgeschmeckt. Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Im Kino.